Bad kommt. So, da ist die Beinscheibe. Großer Topf. Guck, Max. Gute Qualität. Ja, hinter die Plastik kannst du reinmachen. Leute. Dann den Topf. Gut? Ja, sehr gut. Rasenmähermesser ist ja total stumpf. Lass das doch mal schärfen, dann geht's nicht. Da wird auch keine Zeit mit Rasen hin. So ist wie er, genau. Stumpfe Messer. Wieso folgen wir von auf von die Phase? Mit der Lache schon ein bisschen bekommen. Ja! Der Fisch. Makrele. 12 Euro. Ein Fisch, 3 Euro. So wie ich das kenne, willst du die Fische einfach teilen und mit Kopf. Nein, nichts. Einfach gar nichts machen. Das ist immer das Beste. Der Fond, das könnte hinhauen, noch ein bisschen Wasser drauf. Wir brauchen jetzt ein Blech mit Backpapier aus. Vor die Fisch. Die sind nicht ausgenommen, ne? Das macht aber nichts. Verbacken die Innereien zu einem festen Strang. Das ist ein sehr misshandelter Fisch. Warum? Na, jetzt fehlt die ganze Haut. Ist das Fisch fertig? Ja, der ist fertig. Drei Zwiebeln in Würfel. Neben Knoblauch. Ah, ja, sehr gut. Eine gute Menge Ingwer. Die ganze Lorbeerplatte. Hier, Lorbeerplatte. Sparen und die schwarze Pfeffer. Jawohl. Mit Haut. Ja, aber da es probiert werden kann, soll es ein bisschen kleiner sein. Ah. Ingwer muss sauber. Muss der Biomüll? Ingwer aufheben. Für die Base nachher. So, dann heizen wir hier schon mal vor, Ober- und Unterhitze. Salz. Ich kaufe mir mal die Einmal-Pürierstäbe bei Lidl. Da habe ich dann im Keller einen Vorrat. Lecker. Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch. Also warten, bis es richtig kocht und dann kleine Flamme. Gut. Einschneide. Reinschneide. Andere Seite schneide. Weißt du, wie man das hinkriegt? Dass ein Backblech richtig in die Form, in die Kuchenform reinpasst? Weiß ich nicht. Zusammenknüllen. Die muss stehen. Mittlere Schiene, 200 Grad. Wie lange? So, mindestens eine Stunde. Ja, länger. Deutlich länger backe die Makrele als eine Stunde. Die linke Taste, was ist das? Kana oder so? Ja. Da wollte ich eigentlich einen Wandler. Weiter ein bisschen rumrühren. Fisch. Eis auf jeden Fall. Eis und fertig. Perfekt, ein bisschen. Ich denke, das schafft man noch ein bisschen Salz gar nicht. Ich will noch mal gucken auf die Haut. Was passiert mit der Soße, die daraus wird? Und zwei Chilis. Und Maggi? Ich weiß einfach noch zwei rein. Zwei von die Gute rein, dann machen wir zwei. Sieben. Sechs. Jetzt schauen wir einfach mal rein. Rühre. Probiere. Schon probieren? Nee. Ist okay. Gut. Briefe mal einwerfen. So, das ist jetzt für die Base. Oh, lecker Fisch. Dankeschön. Da muss ich jetzt wirklich höllisch aufpassen mit dem Zeug. Scotch Bonnet. Base. Eine schottische Mütze. Mhm. Oh, ja, gell.
wird eh püriert, da müssen wir nicht so exakt arbeiten. Für 2,5 Stunden das Fleisch, dann kommt die Base, und dann kommt aber nochmal die Pan. Die Zwiebeln, der Knoblauch, das Scotch Bonnet. Nicht filmen! Er hat's abgeschleckt! Nein. Beste. Immer noch die Base. Mein Gott. Hund auf. Ah! It's breathtaking hot. Viertelstunde mit der Base kochen. Ja, aber ein bisschen die Temperatur hoch, wenn jetzt auch was Kaltes dazugegeben. Viel Schlag. In einer Viertelstunde geben wir das dazu, dann brauchen wir viel heißes Wasser und dazu. Das ist jetzt so einfach. Nee, als Paste. Das ist jetzt so ein Konzentrat. Dem Kameramann geht nix. Du bist mehr so ein Leni-Riefenstrahl. Ich sehe, dass er das raus. Rausholen würde. So. Ja. Dann müssen wir ihn halt in die Ökomüll schmeißen. Das sehe ich euch fürchten, das wird heiß. Topflappe. Das geht aber gut. Zack. Köpf abbrechen. Der Fisch auskühle, wegen dem Entfernen von der Innerei nachher. Lecker, lecker, lecker. Die Gräten, keine Luft mehr. Siehst du, dass es da oben rot wird? Da kommt das Öl raus. Es blubbert leicht. Wie der mal aus. Ob das nicht so schön ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es fertig gebacken zu einem Strang, aber das sieht nicht so aus. Der Schwanz ab. So, und jetzt schmeißen wir es. Zweimal. So, kommt einfach rein mit. Da könntest du ja gleich filetieren. Nee, die Knochen geben mir auch Geschmack, weißt du? Wenn du den nächsten einfach mal oben aufschneidest und dann so rum aufklappst. Das ist ja häufig wieder das Innereienzeugs. Darum geht's. Gräte weg. Zentralgräte. Müssen wir nicht. Wenn man. Du bist jetzt fertig. Hinter Ziegenmilch. Ja? Lecker. Ja. Olha, precaução, o que precaução não pá?